Ach du Scheiße, Bärenalarm. Natürlich, ihr wollt mich ja wohl verarschen. Gleich kommt hier so ein Schattenbär und frisst erstmal 20 Kugeln, 5 Schrotflinten und noch 2 Beine von mir auf, bevor ich den hier besiege. Alter Scheiße, ich will hier nicht lang. Das ist so gemein, jetzt auch noch hier einen Bären uns aufzubinden oder so ähnlich. Ach ja, ja, natürlich. 2, 3, 4. Warum schickt ihr nicht gleich eine ganze Armee? Es ist eine halbe Armee. Ach du Scheiße. So, wenn hier jetzt einer... Nein, jetzt bleib doch mal weg hier. Ach du Scheiße. So, der erste... Aua, verdammt nochmal. So, der ist weg. Ich knall mal eine neue Batterie rein, es wird... Aua, Alter, seit wann bist du denn so... So, schnell, ich bin fast tot hier. Ich bin fast sehr tot. Das gibt's doch nicht! Wie viel Scheißäxte, Messer, Gabeln und Löffel haben die denn bei sich, was sie nach uns schmeißen können? Ach ey, und die Schrotflinte nicht mehr. Ich hätte die echt mal sparen sollen. Ja, ja, die Befallenen sind alle befallen. Meine Fresse. Ich gehe noch mal ganz kurz hoch. Ne, hier lauerte ja nichts mehr auf uns, ne? Das ist, hier... Ach ja, 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 ist ja gut. Vielleicht muss ich halt erstmal die Kleinen versuchen zu erledigen. Nicht der fette Penner, der da quasi zuallererst kommt. Dieser Große, der scheint mir nämlich ein bisschen größer zu sein. So, hier die Kleinen nämlich erstmal ausweichen, mal kurz nachladen. So, komm schon, neue Batterie rein. So, der ist auch weg. Der ist auch weg. Eieiei. Ah, ich stehe am Abgrund. Nein! Fuck. Ach du Scheiße. Ich sehe hier gar nichts mehr, Leute. Einmal kurz ausweichen. Den auch noch hier erledigen. Und jetzt können wir uns... Ah, fuck. Ich hau hier einfach mal random auf die Tasten. Ich dachte, irgendwie hilft das vielleicht. Einmal Batterien wechseln. So, und jetzt hier mitten ins Gesicht rein. Eine volle Ladung. Alter Schwede. 17 Schuss haben wir noch. Boah, fuck. Okay, das war ein Bär der anderen Art, wie ich ihn jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Hier ein blutiges Hemd. Oder ein dreckiges Hemd. Ach, macht mich doch nicht so fertig. Ich stelle mir gerade vor, was passiert denn eigentlich, wenn man nur noch wenig Munition hat? Dann ist man ja schutzlos ausgeliefert, ne? Man hat ja auch nichts. Man hat ja keine Waffe, um sich irgendwie... zu wehren, abseits von, oder etwas, das keine Munition braucht. Sowas hat man hier ja nicht. Und hier geht's ganz schön weit. Hier würde ich ja fast schon wieder eine Thermosflasche vermuten. Da oben ist der Lover's Peak, da müssen wir hin. Puh, alter Schwede. So, meine Güte. Da vorne ist Licht. Da müssen wir hin. Through tree. Ja, durch den Baum hindurch. Das ist noch der ungestützte, umgestürzte Dings da, Douglasienbaum. Ja, für unsere Sicherheit sollen wir auch weiterhin auf den Wegen bleiben. Aber sicher sind wir auf diesen erst recht nicht. Hier gibt es aber auch nichts. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nein, ich denke nicht. Außer vielleicht die schöne Aussicht. Ja, was man so als schön bezeichnen kann alles, ne? Okay, also hier nicht. Dann gehen wir mal weiter durch den Baum hindurch. Oh Gott. Ja gut, einmal... Also es ist jetzt das zweite Mal gewesen, dass wir in diesem Spiel gestorben sind.
Ist ja auch nicht weiter schlimm. Erstmal in das Licht hinein. Das ist fein. Jetzt gehen wir tiefer in den Wald hinein. Aber natürlich nicht in die richtige Richtung. Was ist das denn? Ja, irgendwer scheint damit zu spielen gerade. Ist ja auch wirklich wunderschön, diese Baumscheibe. Es dürfte auch eine Scheibe dieser Douglasie sein, dieser 66 Meter hohe, 1937 von einem Blitz gefällten Superbaum. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der Origin-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Bright Falls Mining Corporation und der Stadt selbst. 1889, Washington tritt Staatenbund bei. 1929, wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Bright Falls Mining Corporation schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. Kurze Anmerkung, das war der Ausbruch, der eigentlich unsere Hütte, in der wir ja seltsamerweise residiert haben, weggesprengt hat. 1980, Ausbruch des Mount St. Helens. 1987, wird durch einen Sturm gefällt. Alles klar, haben wir also schon wirklich eine Menge krasser Bäume. Hier können wir es uns nochmal anschauen. Hier sind die Daten nochmal markiert. Der Baum, der lebt auch noch ein bisschen, wie ihr seht, der schunkelt hier ganz nett noch ein bisschen rum. Der hängt hier so rum, der hat ja auch sonst nichts zu tun. Ich schaue mich hier nochmal ganz kurz um. Die Thermosflasche hatte ich ja schon mitgenommen. Glaube ich, wenn jetzt hier der Ort war. Ich glaube aber schon, da oben haben wir, glaube ich, runtergeschaut. Ja, nochmal lesen möchte ich nicht unbedingt. Ich finde das halt echt schön, was man hier so entdecken kann, wenn man sich vom Weg wegbewegt. Das sind einfach solche Kleinigkeiten, die ich eben bei guten Spielen schätze, wo wirklich Detail oder Wert auf Detail gelegt wird und was ich natürlich mitbekommen möchte. Also weiter zum Lover's Peak. Können wir nochmal hier den Checkpoint mitnehmen? Nee, können wir nicht. Komme ich hier durch? Ach so, wir müssen hier rüber. Heppa. Alles klar, hier gleich mal die Seite schnappen und diesmal uns was vorlesen lassen von dem Spiel. Nightingales Ankunft. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte. Er wollte nur den Wagen wenden und fahren, bis er einschlief, die Straße aufhörte oder er keinen Schnaps mehr hatte. Aber er hatte etwas zu erledigen. Er musste einen Schriftsteller fangen. Um jeden Preis. Agent Nightingale könnte vielleicht er das sein, der von dem Ganzen weiß. Er will uns vielleicht fangen, um uns zu retten. Könnte das sein? Das wäre natürlich sehr begrüßenswert. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und hier kommen wir zu einem Lift quasi. Was? Hier knarzt es beängstigend. Oh Gott, das hört sich nicht sehr sicher an. Okay, hier ist der Elderwood National Forest. Wo sind wir eigentlich gerade? Da steht noch Washington drauf. Entweder soll das heißen, waschen oder Washington vielleicht. Ich tippe ja eher auf Zweiteres. Da oben, da ist der Lover's Peak und da sind wir auch irgendwo. Okay. Gut, halten wir uns nicht länger auf. Es sieht echt nicht sehr vertrauenswürdig aus. Und überall diese Krähen. Aber alter Schwede, Leute, guckt euch das doch mal an. Wenn das nicht ein geiler Ausblick ist, auch da hinten auf das gegenüberliegende Ufer, wollte ich schon sagen, gegenüberliegende Klippe. Das sieht doch mal richtig geil aus. Los, hier, komm schon, mach doch mal auf. So, zack, Tür zu. Die sollten wir auch geschlossen halten übrigens. Und
Wir sollen uns hinsetzen und nicht die Kabine schwingen, die Arme und den Kopf zu allen Zeiten drin behalten. In der Kabine und auch am Körper wahrscheinlich wäre auch ganz gut. Eieiei, na, ob uns der Agent Nightingale... Scheiße! Ah! Fuck! Scheiße! Nein! Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Wer zur Hölle? Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon! Okay, also... Scheiße, da kommt jemand. Ach du Fuck! So, ist einmal hier. Na los, kümmere dich doch erstmal um die Typen hier, den ich hier doch schon befreit habe von der Dunkelheit. Natürlich, ich hau mal ganz kurz hier eine Batterie rein. Meine Fresse, Alter, ich dachte, er hilft mir. Ach, keine Zeit zu reden wahrscheinlich. Alter, jetzt mach den doch mal kalt. Okay, also einfach weiter. Es ist also vielleicht ganz so, wie ich vermutet hatte, dass er uns im Grunde doch helfen will. Na, ich bin gespannt, wie sich die ganze Sache hier noch erklärt. Uah, das kam jetzt auch ein bisschen überraschend. Ja, gleich. Zack, hier. Ich spare jetzt nicht mehr mit Batterien, wir haben genug davon. Noch? 7 Stück immerhin noch. Lover's Peak, nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Ha, keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals, verdammt! Okay, Maus 5, um eine Leuchtfackel zu benutzen. Alter Schwede, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So. Einfach nochmal eine zünden. Los, bleibt zurück, ihr Hunde. Jetzt mach doch mal die Bretter weg da. Ja, dann los. Geh nach vorne. Nicht mich abschießen, bitte. Kommt nur immer weiter. Oh, fühlen Sie sich jetzt besser, Wade? Gemütlich und sicher? Ja, irgendwie schon. Danke der Nachfrage. Ach, herrlich hier. Ich glaube, ich bleib jetzt hier. Und du erklärst dich mal besser, Freund. Oder? Warum nicht? Mann, ey. Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Soll ich jetzt noch was sagen oder? Ich weiß ja nicht. Ich kann ihm ja jetzt nur folgen. Ich gucke mich trotzdem mal ein bisschen um hier. Nicht, dass wir hier noch eine Flasche übersehen. Ich meine, eine läuft ja vor uns her. Aber hier können ja noch ein paar rumliegen.
Und hier, ach, mit dem Herz. Ja, der Lover's Peak. So sieht's aus, Wack. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit, wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wack. Aua, jetzt... So, jetzt kommt doch mal hierher. Ach so, also... Ah, da bin ich... Aua, Mann! Man sieht das aber auch absolut nicht kommen, ey, wenn die ihre scheiß Mistdinger hier schmeißen. Ha, da ist noch eine Dingensbummens. So, komm mal her hier. Ich schnapp mir jetzt erstmal die Thermosflasche. Ach Mensch, da renne ich mir glatt schon in die Arme. Ach, noch mehr. Ja, natürlich doch. Ich hau noch mal eine Batterie rein. So. Was hat das zu bedeuten? Ja, natürlich. Hier, komm. Noch mal einmal bitte. Autsch, Mensch. Hilf mir doch mal, du werter Herr. Ich bin nämlich mal wieder fast tot. So. Einmal kann ich noch. Alter, mein Gott, wie lange braucht er denn, um diese Penner hier zu erledigen? Ganz ehrlich. Zurück, zurück, sage ich. Was? Da sind noch mehr? Natürlich, ich bin ja nicht fast tot. Nein, das ist alles überhaupt gar kein Thema. Ich hoffe nur, hinter uns ist jetzt nichts mehr. So. What? Aua, Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie viele Leute sind das denn?